Hallo Klickenabendler, wir sind in Holzminden und haben hier wieder eine Neuheit vom Strohmann Games, was demnächst erscheinen soll. Und zwar das Kartenspiel Aurum, was ein Stichspiel ist für Stichspielliebhaber. Das heißt, als Familienspieler vielleicht nicht die ganz idealste Weise, um in ein Stichspiel einzusteigen. Wenn man Stichspiele liebt, wird man hier überhaupt nicht drum rumkommen. Es ist quasi ein gehobeneres Stichspiel. Auch da, wenn man noch nie eins gespielt hat, kann man das natürlich tun. Aber es gibt vielleicht das ein oder andere Kartenspiel, was dann etwas besser geeignet ist, um das Genre kennenzulernen. Hier wäre es schon ganz gut, wenn man schon ein bisschen das Genre kennt, weil es nur ein paar Regeln bricht und anders macht. Ich habe hier den Aufbau für 4 Personen getan. Es ist ein Stichspiel, wo man 2-mal gewinnen muss. Deswegen gibt es hier diese Gold Nuggets. Wenn man einmal gewinnt, kriegt man den Goldnugget. Zu viert spielt man ein Team und die spielen ein Team. Zu dritt spielt man einzeln. Wenn man das 2. Goldnugget bekommen hat, hat man die gesamte Partie gewonnen. Im Spiel gibt es die Sonnenkarten, die liegen hier aus. Es gibt 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 7er, 8er und es gibt von welchen mehrere und weniger. Und wenn man quasi die niedrigste Karte in einem Stich gelegt hat, kriegt man die passende Wertigkeit in einer Sonnenkarte. Ist die niedrigste eine 5, kriege ich diese. Die ist am Ende der Partie 2 Siegpunkte wert, deswegen sind 2 Sonnen dargestellt. Ist die niedrigste Karte sogar eine 8 oder 7, 3 Siegpunkte. Alles, was 1, 2 oder 3 ist, ist dann 1 Siegpunkt wert. Ist hier keine Karte mehr, kriegt man die auch nicht mehr. Das ist quasi das, was man hier oben hat. Und jeder startet mit einer 0, denn diese Karten sind außerdem Trumpf, die man jederzeit spielen kann. Und dann gewinnt man diesen Stich, es sei denn, einer spielt einen höheren Trumpf rein. Es ist trotzdem etwas ungewöhnlich. Wir haben 5 Farben, Rot, Weiß, Lila, Grün und Blau, das passende jeweilige Element. Das hier war zum Beispiel Zink, den Rest konnte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht merken. Ich glaube, das hier war Silber und eins ist Kupfer. Wir haben die Zahlen 1 bis 10 und jetzt ist die Kernmechanik, dass ich Farben nicht bekennen darf. Ich muss eine andere Farbe spielen, um im Stich zu bleiben. Das heißt, wenn Weiß angespielt ist, muss jemand irgendwas anderes als Weiß spielen. Wenn der Nächste dann Grün noch spielt, hat er nicht viel Auswahl, denn jetzt muss der 4. und letzte Spieler entweder eine blaue oder eine lila Karte spielen oder einen Trumpf. Wenn er das alles nicht kann, ist die Runde vorbei und zwar komplett. Und dieser Stich wird nicht ausgewertet und wir gucken, was da ist. Bevor wir allerdings anfangen, das ganze hier Spielsystem zu spielen, das ist die Kernmechanik von dem Ganzen, kriegen wir Handkarten auf unsere Hand. Üblicherweise werden alle Karten fair aufgeteilt auf die Spieler. Wir schauen sie uns an. Eine der Karten legen wir vor uns hin und das macht jeder verdeckt. Dann wird gleichzeitig aufgedeckt und nehmen wir mal an, mein Teamspieler hätte diese hier gelegt und ne, 9 ist vielleicht ein bisschen zu heftig und die vielleicht hier 1 und 4. Das wäre die erste Karte, die gespielt wird, den Rest hätten wir auf der Hand. Dann würde dieses Team bieten, wie viele Stiche sie macht. Der Spieler hätte gesagt 3, der Spieler sagt 4 und damit gilt die höhere Zahl. Das heißt, solange diese Karten hier liegen, müssten wir 4 Stiche machen am Ende der Partie. Wenn wir am Ende der Runde 4 Stiche gemacht haben, kriegen wir 8 Punkte. Plus die Sonnen auf den Trumpfkarten. Dieses Team hätte 4 und 1 geboten, also müssten sie 4 machen. Würden sie weniger machen, kriegen sie gar keine Punkte. Machen sie mehr, kriegen sie genauso viele Punkte, wie sie Stiche gemacht haben. Stiche zählt man ganz einfach. Der die höchste Karte gespielt hat, legt den Stich vor sich ab. Der nächste Spieler, der rauskommt, ist allerdings nicht der Spieler, der den Stich bekommen hat, sondern der die niedrigste Karte gespielt hat und die Trumpfkarte erhält. Der kommt raus und sollte dann wieder ein Stich gemacht werden, legt man das vor den Spieler oder wenn es derselbe Spieler ist, macht man am besten hier so eine Treppe, damit man halt die Stiche zählen kann. Das könnt ihr entweder über Kreuz machen, ich mache das üblicherweise Treppe und zähle sie dann, so viel werden es ja dann nicht. Und man kommt zurecht. Habe ich jetzt noch was Wichtiges vergessen? Genau, was ich Wichtiges vergessen habe, ist, sollte mal die niedrigste Karte gespielt werden. Eine 1 und die anderen spielen halt irgendwas anderes. Ich nehme jetzt gerade mal hier unsere Beatkarten und 1 wird angespielt, 3 wird gespielt, noch eine 1 und eine 4. Ist klar, was die höchste Karte ist, nämlich die 4. Die niedrigste ist aber nicht die erstgespielte 1, sondern immer die zweitgespielte 1 ist niedriger oder höher und kriegt den Bonus. In diesem Fall würde er hier die 1 als Sonnenkarte bekommen. Das gilt auch für Trumpf und es gilt auch für die höchste Karte. Das heißt, wenn 2 Spieler dieselbe höchste Karte spielen. Also der spielt eine 4. Jetzt muss ich hier natürlich irgendeine andere Kartenart spielen. Aha, kriege ich das so schnell hin? Finde ich irgendeine 1? Ach, stellt euch vor. Hier liegt einfach noch irgendeine andere Karte, eine 1 oder 2. Wenn beide eine 4 spielen, das ist die höchste Karte, ist derjenige, der die zweite 4 gespielt hat, ist die höchste Farbe. Ist etwas ungewöhnlich, sowohl das Farben nicht bekennen, als auch die zweit- oder drittgespielte Karte ist höher, als auch die zweit- oder drittgespalte ist niedriger. Und es ist sehr ungewöhnlich, dass derjenige, der die niedrigste Karte gespielt hat, als nächstes aus dem Stich rauskommt.
Zusätzlich kann man, wie gesagt, auch die Sonnenkarten jederzeit spielen. Das wäre halt jetzt der niedrigste Trumpf, der geht. Der würde dann die Karten bekommen, der die Sonderkarte. Und dann ist der Trumpf halt weg. Wenn man höhere Trumpfe spielt, muss einem bewusst sein, dass man halt einen Siegpunkt riskiert. Und man kann jederzeit, wenn man möchte, bevor man eine Karte anspielt, und dann kann man sagen, halt, ich möchte was ändern, die Karte vor sich ändern und eine andere Karte aus seiner Hand hinlegen und die, die da lag, aufnehmen. Damit weiß zwar jeder, dass ich jetzt eine grüne 4 habe, aber ich habe unser Verhältnis geändert, jetzt müssen wir 6 Stiche machen. Das kann auch sinnvoll sein, dass man das tut und man ist dann wieder im Spiel. Wenn man dies tut und geändert hat, muss man auch eine Stichkarte abgeben. Die 0 ist nicht so schmerzhaft, aber bei den anderen gibt man quasi auch 1-2 Siegpunkte ab. Das spielt man so lange, bis die letzte Karte gespielt ist oder aber bis einer nicht bekennen kann. Weil wenn er keine Farbe mehr spielen kann, keine Trumpf, dazu wird man nie gezwungen, Trumpf zu spielen. Wenn man eine Farbe nicht spielen kann, weil man nur noch Farben hat, die schon da liegen, kann man sagen, das war's, zeigt seine Karten, der Trumpf wird nicht ausgewertet. Dann guckt man, wer die meisten Siegpunkte bekommen hat, der bekommt den Stein. Alles geht wieder zurück, man kriegt wieder seine Nuller, alle Karten werden neu gemischt und man kriegt wieder Karten auf die Hand. Man bietet wiederum, man legt wiederum, wie viele Stiche man im Team macht oder einzeln, wenn man zu dritt spielt. Und das Ganze beginnt von neuem und wer halt 2 dieser Steine hat, der hat die Gesamtpartie gewonnen. Wie man das Ganze jetzt finden mag oder nicht, das sagen euch Matthias und Andreas in ihrem Ersteindruck. Herzlich willkommen beim Club der Stichspielfreunde. Ja, das müsst ihr tatsächlich wissen, wenn Matthias und ich über Spiele reden, ist es immer relevant, auch was wir für einen Spielgeschmack haben. Die, die uns regelmäßig gucken, wissen das, glaube ich, mit der Zeit. Bei Stichspielen sind wir beide relativ selbst, identisch. Wir waren ja eh gefühlt Brüder und Schwester, auch wenn wir ganz andere getrennte Familien haben. Wir sind sehr, sehr identisch von unserem Spielgeschmack und Humor. Und wir beide mögen Stichspiele sehr. Was ist denn dein aktuelles Lieblingsstichspiel eigentlich? Jetzt außer das jetzt hier. Mein aktuelles Lieblingsstichspiel. Oder Ever-Lieblingsstichspiel. Mein Ever-Lieblingsstichspiel ist tatsächlich irgendwie gefühlt, weil ich es so häufig gespielt habe, tatsächlich Wizard. Selbst da sind wir identisch. Wizard ist auch mein absolutes Lieblingsstichspiel. Mit einer Ausnahme, wenn ich Stichspieler am Tisch habe, würde ich sogar zu Wizard Extreme greifen. Das war ja das ehemalige, die 7 Siegel oder wie es hieß. Was großartig ist. Tatsächlich bin ich mit der auch d'accord. Genau. Und wenn man Stichspiel mit Würfeln spielen müsste, dann nimmt man Skull King, das Würfelspiel. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Wenn es das noch gibt, oh ja, das kann natürlich sein. Ich hab's. Weil das Skull King hat ja den Verlag gewechselt. Das könnte natürlich auch sein, dass auch Ravensburger das Skull King Würfelspiel nochmal rausbringen wird. Das könnte sein. Also wenn es so passiert, dann kauft euch das. Das ist wirklich ein schönes Würfelstichspiel. Was sehr ungewöhnlich ist, ja. Jetzt haben wir hier auch ein Stichspiel. Ich stehe dazu, das ist ein Stichspiel, wo ich eher sage, wenn einer noch nie ein Stichspiel gespielt hat, ich würde es nicht auf den Tisch packen. Ich würde erstmal ein klassisches Stichspiel à la Wizard oder à la vielleicht sogar ein Skat oder sonstiges auf den Tisch packen und würde eher das erstmal spielen, damit er Verständnis hat, wie Stichspiele funktionieren. Stichmeister ist vielleicht ideal für so eine Einwegsrunde, weil auch sehr viel Glücksfaktor drin ist. Um zu raffen, was ist Farbe bekennen, was ist ein Trumpf, was ist ein Stich. Da muss man auch noch nicht ansagen, wie viele Stiche man macht. Und das wäre ganz gut. Und dann machen ja diese ganzen Varianten erst Sinn. Dann machen sie erst Sinn. Und es ist ja eben hier auch anders. Das hat es nicht für sich alleine. Das haben auch schon andere Spiele gemacht. Aber hier ist es eben auch genauso, ich darf eben wieder nicht bedienen. Ne? Also ich muss dann auch Leute, die es gewohnt sind, eher Stichspiele zu spielen, wo man immer bedient, was ja auch bei der größeren Zahl die Regel ist, dann auch wieder ein bisschen umgewöhnen und zu sagen, nein, ihr dürft das nicht. Ihr dürft nicht eine gleiche Karte spielen. Das funktioniert so nicht. Wir haben, glaube ich, auch am Ende gar nicht genau gesagt, wofür es Punkte gibt, weil wir haben nur gesagt, wer die meisten Punkte hat. Es ist bei dem Spiel tatsächlich so, wir machen ja auch eine Stichansage. Das habe ich gesagt. Das hast du gesagt? Mhm. Ah, dann ist ja gut. Man kriegt doppelt so viele Stiche, wie man angesagt hat, oder gar keine oder mehr. Das habe ich tatsächlich gesagt. Ah ja, okay, genau. Also so viel, genau, wenn es mehr sind, genau die, ja, genau, wenn es weniger ist, gar nicht. Das ist ziemlich Wizard-ähnlich oder diese Ansage-Stichspiele ähnlich. So ein bisschen anders, ne? Bei dem einen gibt es dann noch Bonuspunkte, bei manchen gibt es dann eben keine Punkte, egal ob du höher oder tiefer bist, sozusagen, dann musst du es genau treffen, dann kannst du es manchmal noch variieren, genau. Da gibt es ganz verschiedene. Aber hier kann man halt nicht so ohne weiteres dauernd die Farbe weiterspielen, die man lange auf der Hand hat, weil die anderen spielen ja andere Farben und wenn ich denen ihre auch rauslocken würde, riskiere ich sogar, dass die Runde schneller vorbei ist, was gar nicht gut ist, weil da habe ich meine Stiche vielleicht auch nicht zusammen. Was man in dem Spiel, was ja übersetzt Latein auf Deutsch, Gold heißt, nicht vernachlässigen darf, sind tatsächlich diese Goldkarten, weil sie eben diese Möglichkeit geben, die Stiche zu verringern, weil es zur Not auch manchmal eine Möglichkeit ist, wenn ich unbedingt noch einen Stich brauche, um reinzugrätschen, aber vor allem habe ich in unseren Partien das Gefühl gehabt, auch die Punkte waren wirklich deutlich bedeutsam, um eben dann doch nochmal die Mehrheit zu haben, gerade wenn die Stichanzahl relativ
relativ ähnlich ist von den Voraussagen und auch bei beiden zutrifft, kann das wirklich mal den Ausschlag geben. Und eine Variante, gerade in der Teamgear-Variante, die mir gefällt, die man nicht vernachlässigen darf, wenn man es dann kann, ist es natürlich schön, wenn man weiß, es sieht schon sehr gut aus, dass mein Teampartner, meine Teampartnerin den Stich holt. Wäre es natürlich super, wenn ich vielleicht noch die niedrigste Karte spiele in einer etwas höheren Zahl, weil es mir dann noch eine Goldkarte bietet. Der Nachteil in Anführungsstrichen ist natürlich, dass ich dann direkt rauskomme, was bei Stichspielen nicht unbedingt immer ein Vorteil ist. Du hast es ja auch erklärt, wird eine Zahl in einer anderen Farbe nochmal gespielt, gilt die zuletzt gelegte. Das heißt, es ist natürlich nicht unbedingt gut, rauszukommen. Jo. Ich würde das Spiel jederzeit mitspielen. Ich will es haben in meiner Sammlung. Ich liebe Stichspiele, das gehört da rein. Es ist so anders, dass es sich lohnt, mit Stichspiele-Liebhabern zu spielen. Es macht unglaublich viel Spaß. Gerade die Teamvariante zu viert ist ideal. Zu dritt haben wir es jetzt hier nicht gespielt, aber ich würde es auch in der Vierer-Variante präferieren. Aber auch zu dritt funktioniert sicherlich einwandfrei. Und es ist halt einfach komplett anders als die anderen, die da sind, obwohl es trotzdem ein Stichspiel ist. Und das langt bei mir schon hoch 9, dass ich es haben will, aber ich kann es auch wirklich jedem Stichspieler empfehlen. Man muss halt dann wissen, wie viele Stichspiele möchte man zu Hause haben. Ich persönlich freue mich über zig Varianten, die es anders angehen, und seine normale Taktik und sowas geht nicht auf, weil einfach die Regel komplett anders da ist, und das sorgt halt für viel Abwechslung am Tisch. Genau, Grüße, ich werde das entsprechend verlinken, auch nochmal an Olli, den Spielevater, einen guten Freund von uns. Der darf dieses Spiel noch nicht kaufen oder sich irgendwie zulegen, der muss erstmal Windjammern lernen. Okay, wenn er weiß, was du meinst, alles das gut. Das weiß er vom Bibelwochenende, ja genau. Verstehe. Gut, bis dann, macht's gut, ciao.